Ja. Das ist einfach herrlich zu sehen, dass die Dinge, die man braucht, einem selbst einfach zuteil werden, indem man sie zulässt. Also ich habe einfach festgestellt, dass ich mir jahrzehntelang selber so im Weg gestanden bin, dass immer dann, wenn sich das Glück bei mir hingestellt hätte und mir gesagt hat, hey, schau her, Manfred, da bin ich, habe ich gesagt, oh, jetzt habe ich gerade keine Zeit. Oder, nein, nicht jetzt. Oder, scheiße, nein, die, nicht bei der Tür, bitte bei einer anderen Tür. Und in dem Augenblick, wo man mit einer glücklichen Situation konfrontiert ist und sie nicht zulassen kann, geht die natürlich wieder weg. Also man muss das Glück und die Liebe und die Lebensfreude schon zu sich einladen und sich halbwegs ein Bild davon machen, wie sie aussehen könnte, weil man es sonst gar nicht erkennt, wenn sie vor der Tür steht. Ja? Und darum, ja, gehe ich jetzt auch wieder erden, auf meiner Erde hier. Und das wird jetzt gerade wieder gegossen. Und dann, in einer halben, dreiviertel Stunde, kommt noch mal eine Freundin und der helfe ich dann ein bisschen bei ein paar Problemen im Seelengehäuse. Wenn wieder mal ein Seelenachter da ist, dann ziehe ich die aus Seelenrad-Reparationsmaestro wieder raus. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einfach heute ganz, ganz viel Freude und Spaß und vor allem erkenne, wann das Glück bei dir vor der Tür steht. Nicht, dass du es wieder wegschickst.